Ja, weil ich weiß, dass es die erste Frage in den Kommentaren sein wird. Dieses Bild gibt's unten in der Videobeschreibung zum Download. Und an der Stelle kommt nochmal Sitschan, ne? Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schwachsinn hoch 5. So, und da wir in Punkt 4 einen unglaublich intelligenten Menschen vorstellen, der vloggt, Machen wir es kurz, er möchte schlau rüberkommen. Punkt 1, sinnvoll! Wieso heißt die Serie eigentlich Schwachsinn hoch 5? Eigentlich müsste es doch Schwachsinn mal 5 heißen. Hier gibt es 5 Kategorien, daher Schwachsinn plus Schwachsinn plus Schwachsinn plus Schwachsinn plus Schwachsinn gleich Schwachsinn mal 5. Schwachsinn hoch 5 gleich Schwachsinn mal Schwachsinn mal Schwachsinn mal Schwachsinn mal Schwachsinn. Sinnlos! Ich bin fett. Selbstmord? Ja, bitte, tu dir absolut keinen Zwang an. Schade um jeden Versuch, der daneben geht. Die einfachste Art, sich jetzt hier und sofort das Leben zu nehmen, ist Apple One Pictures abonnieren. Versuch es doch einfach. Hier links oben ist der Knopf. Los, trau dich. Los. Los! Nächster Punkt, Bitches! Punkt 3, Comedy-Time! Und Punkt 3 übernimmt natürlich wie immer unserer Wookie! Unser Wookie! Und Punkt 3 übernimmt wie immer unser netter Tenz! Ernsthaft? Du hast jetzt einfach die Kamera hier rüber getragen? Ja, ich muss das Licht nur ausrichten, warte. Du darfst! Tenz hatet einfach alles! Ey, das ist gar nicht wahr! Hey, hey, hey. Will ich immer alles haten, das ist einfach mal eine Rolle. Sollte das vielleicht mal ein bisschen differenzierter betrachten. Kannst du das auch ein bisschen energischer sagen? Ich hab gesagt, ich will mich nicht immer aufregen! Dann darkst! Punkt 4. Video! Bei dem Kanal, den ich heute vorstellen werde, handelt es sich um einen Vlogger. Mit Brille. Nein, jemand lustigen. Zing! Nein, die Sprache ist natürlich von Dr. Allwissend. Und der unterscheidet sich durch ein wesentliches Merkmal von 95% aller anderen YouTuber. Er ist schlau! Aber warum soll ich groß daherreden, wenn ich es auch... einfach zeigen kann? In einer Demokratie entscheidet ja nicht einer, sondern mehrere. Und wenn mehrere entscheiden, gibt es Meinungsverschiedenheiten. Die übliche Art, solche Meinungsverschiedenheiten zu klären, war zu dieser Zeit... Ja, der Schwertkampf. Aber die Griechen überlegten sich nun eine viel bessere Methode. Du meinst den Schwertkampf mit einer bestialischen Riesenpython? Nein, noch besser als der Schwertkampf mit einer bestialischen Riesenpython. Der Schwertkampf mit einer achtköpfigen bestialischen Riesenpython? Nein, die Griechen überlegten sich, Meinungsverschiedenheiten einfach auszudiskutieren in Form einer Debatte. Zugegeben, im Nachhinein betrachtet wäre mir der Schwertkampf mit einer achtköpfigen bestialischen Riesenpython als demokratischer Entscheidungsprozess auch lieber, aber die Griechen haben sich nun mal für die Debatte entschieden. Und bei so einer Debatte gewinnt jetzt nicht der, der das schärfste Schwert hat oder die längste Riesenpython, sondern derjenige, der die besten Argumente hat, zumindest in der Theorie. Wenn es euch gefallen hat, geht auf seinen Kanal und lasst ein Abo da und alle Links sind natürlich auch in der Videobeschreibung. Und kauft unsere T-Shirts! Hey! Was? Jetzt mal ernsthaft, du kannst dir doch nicht einfach schamlos deine T-Shirts promoten, wie bist du denn drauf? Typ, und wie ich das kann? Boah, hab ich die Schnauze voll. Was meint ihr, soll ich jetzt darüber gehen und ihm voll in die Fresse hauen? Ich krieg einfach ins Bild und ich hau ihm voll in die Fresse. Oder der erste Link hier in der Beschreibung, ist mir egal. Drück und ich hau ihm voll in die Fresse, es ist mir jetzt scheißegal. Okay, beruhigen wir uns. Okay, machen wir einfach nichts. Ganz cool. Die Links sind natürlich auch in der Videobeschreibung. Nein, aber ernsthaft. Lasst ein Abo da. Punkt 5! Und bei Punkt 5 beantworten wir die besten 5 Kommentare auf die letzte Frage. Die da war... Okay, also, was macht euch Angst? Und die 5 besten Kommentare liest natürlich unser Tommy vor. Nicht wahr? Mir macht es richtig Angst, wenn ständig Wale neben mir explodieren. An den Geruch der Innereien habe ich mich ja schon langsam gewöhnt. Aber die Explosionen sind immer so laut. Bam! Dein Gesicht. Oder was auch immer das sein soll. Muss man das kommentieren? Du bist scheiße hässlich. Vor Fusseln. Das ist deine anerkannte Phobie. Die Teletubbies. Es sind bunte Affen-Aliens. Mit Fernsehen in ihren Bäuchen. Sie haben einen Monsterstaubsauger. Wir werden alle sterben. Und ich hoffe, du bist der Erste. Ich würde euch gerne alle 16 besuchen.
Das macht mir jetzt Angst. Und da muss ich nur noch eine einzige Sache tun. Die nächste Frage fragen. Wann hältst du dich für schlau? Bitte hinterlasst eure Antwort hier unterhalb im Kommentarfeld. Bitte nicht auf Twitter, nicht auf Google+, nicht auf Facebook und schon gar nicht auf irgendwas anderem. Hier unten. Und dann wünsche ich euch, hey, guck mal, einen Keks. So, das war's von uns für diese Folge. Ich wünsche euch alles Gute und bis dann. Bist du eine Bitch und keine Whore? Dann abonniere Apple War. Sind sie weg? Ich glaube schon. Gut, dann wird's jetzt mal Zeit für eine richtige Ansage. Heute haben wir ein ganz tolles Angebot. Oh mein Gott, das glaube ich einfach nicht. XXL Tuberday am 12.05. im Moviepark. Und mein Gott! Und das Ganze kostet 20 Euro, wenn ihr das online kauft. Und 22, wenn ihr das ausdrücken an dem Tag mitbringt. Das ist 12 Euro günstiger als sonst. Ist das nicht toll? Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass du das gesagt hast. Oh mein Gott. Und das Tolle ist nicht nur, wir sind da. Nein, sondern dass ganz viele andere YouTuber. Wow! Für weitere Informationen klickt da. Klicken. Was macht ihr hier? Oh, meine Fresse. Immer diese schamlose Selbstpromotion. Und weil ihr es unbedingt gucken müsst, auf 3 hoch Fail geht es mit Skyblock los. Seht uns dabei zu, wie wir unglaublich episch verkacken. Und hier geht es zu Fan Attack, der Show von Mirrors FX. Unglaublich gut, unglaublich für euch, die Fans. Und ich wünsche euch natürlich nur das Beste. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst es uns wissen. Bitte abonniert den Kanal der Woche, denn der ist unglaublich gut. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Tschüss. Was?